Sie die noch? Super 8 und 8 mm Filme? Mhm. Haben Sie davon noch welche zu Hause? Ja, das sind wirklich Schätze eigentlich, die man schon fast vergessen hat. Aber diese Erinnerungen, die können Sie jetzt wieder sichtbar machen und dann auch digitalisieren, für die Ewigkeit haltbar machen. Und wie, das zeigen wir Ihnen mit unserem Produkt des Tages. Liebe Zuschauer, so digitalisieren Profis, so wie wir das heute machen. Und wir möchten Ihnen mal ganz kurz noch was zeigen, so einen kleinen Vorab-Einspieler. Das ist halt wirklich eine Sache, so funktioniert das. Wir haben hier einen Artikel und da geht es wirklich hier, wie rette ich denn meine Schätzchen, die ich hier zu Hause gefunden habe. Und hier geht es wirklich darum. Hier sehen Sie auch so selber gebastelte Teile. Das funktioniert oft nicht. Und hier haben wir auch noch mal was für Sie markiert. Und da sehen Sie es einfach. Etwas basteln ist tatsächlich der falsche Weg, um wirklich zu digitalisieren und diese 8 mm, diese Super 8 Filme wirklich auch so zu sichern, dass man danach einen wunderbaren Film hat, den man auch angucken kann. Ne? Da steht wirklich drin, Sie brauchen einen Projektor. Ohne das funktioniert es nicht. Ohne ein Lesegerät bekommt man keine guten Ergebnisse. Es gab schon viele, die haben versucht, diese Filmrollen hier, diese Filme abzufotografieren, irgendwie noch eine Lupe drüber. Lichtkasten, das funktioniert nicht. Oftmals ist es einfach so, man sieht nachher einen ruckelnden Film, einen Film mit Streifen, alles das haben wir hier nicht. Sie sehen es, wir haben hier einen projektorartiges Gerät. Normalerweise, das kennt man ja, früher hatte der Projektor vorne noch hier so eine Linse dran mit einem Leuchtmittel. Das heißt, man konnte dann hier auf eine Wand oder auf eine Leinwand strahlen und dann konnte man hier den Film abspielen. Das können wir hier auch. Aber, liebe Zuschauer, wir haben zwei Möglichkeiten. Einmal, wir haben hier vorne so einen kleinen Monitor und wir können das aber auch direkt gleich aufs Fernsehgerät übertragen. Und wenn ich unseren Digitalisierer jetzt hier mal einschalte, dann sehen Sie auch gleich, was ich meine. So, jetzt merken Sie hier, der rockt hier langsam los. Und normalerweise müsste jetzt hier auf dem Monitor was erscheinen. Das tut es nicht, weil, schauen Sie mal auf unseren Fernseher. Da ist es nämlich jetzt drauf. Wie haben wir das gemacht? Einfach hier ein Kabel direkt rüber an den Fernseher angeschlossen. Und wir haben hier das Bild, was wir jetzt gerade hier auf unseren Rollen haben, direkt auf dem Fernseher. Die Kamera, die kann gerade mal so bleiben, liebe Zuschauer, denn wenn ich dieses Kabel hier abziehe, dann dauert es 1, 2, 3 Sekündchen und dann sehen Sie das Bild direkt hier auf diesem kleinen Monitor. Was will ich Ihnen damit sagen, liebe Zuschauer? Wie Sie letztlich arbeiten, ist Ihnen überlassen. Sie können das hier über den Monitor machen. Sie können es aber auch ganz einfach über den Fernseher machen. Und so machen wir es jetzt auch hier in unserer Sendung, weil dann sehen Sie es einfach deutlich besser, auch was hier dann jetzt gleich im Menü steht. Schauen Sie mal. Aktuell ist hier der Abtastsensor so auf diesem Bildteil von der Rolle positioniert. Und Sie sehen auch gerade, was wir eingelegt haben. Hier Super 8, eine 5-Zoll-Spule. Das Ganze kann hier per Menü auch ausgewählt werden. Das heißt, wenn ich jetzt hier drauf gehe, schauen Sie mal, dann öffnet sich auch gleich das Menü. Und jetzt kann man hier ganz bequem einstellen. Einfach hier mit Pfeiltasten hoch, runter, was wir haben. Wir haben hier eine 5-Zoll-Spule eingelegt. Und jetzt sagt er hier ganz kurz, bitte bewegen Sie den Film nicht mehr. Und jetzt legt er schon los. Und liebe Zuschauer, das ist das ganze Geheimnis. Mehr macht das Gerät nicht mehr. Mehr muss man nicht wissen. Mehr muss man nicht bedienen. Das geht ja super einfach, Andreas. Mehr muss ich nicht machen. Ich lege einfach nur den Film ein, mache ihn an. Ja. Stelle einmal ein, welche Spulengröße ich habe und drücke Start und schon digitalisiert er meine alten Super 8 und 8 mm Filme. Ja. Ganz von alleine und das war's. Das war's. Sie können jetzt im Grunde, liebe Zuschauer, und das ist wahrscheinlich die Anwendung, die am meisten gemacht wird, jetzt hier den kompletten Digitalisiervorgang zuzugucken, das macht ja keinen Sinn. Das sind ja lauter Einzelbilder. Wenn Sie mal so umrechnen mögen, pro Sekunde sind es 18 Bilder, die hier digitalisiert werden. Also es macht wirklich keinen Sinn, da gleich zuzugucken. Besser ist es wirklich, Sie lassen den die Nacht durchlaufen. Mhm. Er schaltet automatisch ab, wenn er fertig ist. Das heißt für Sie, am nächsten Morgen, wenn Sie gucken mögen, dann ist Ihr Film fertig auf SD-Karte und dann schieben Sie einfach Ihre SD-Karte beispielsweise in den Kartenleser von Ihrem Laptop oder auch in brennen das um auf USB beispielsweise und gehen dann her und gucken das Ganze auf Ihrem Fernsehgerät an. Also das ist wirklich kinderleicht und wenn Sie sagen, komm, ich möchte das alles so lassen, wie es ist,
Ich möchte das direkt jetzt angucken. Dann, liebe Zuschauer, geht auch das. Schauen Sie mal, ich stoppe jetzt hier mal den Digitalisiervorgang mit einem Tastendruck. Sag hier einfach okay, dann bleibt er stehen. Und jetzt haben wir hier noch ein weiteres Menü, wo wir sagen können, Mensch, ich möchte hier jetzt wiedergeben, spulen, Belichtung einstellen. Wir wollen jetzt hier wiedergeben. Das wählen wir dann hier aus, sagen auch jetzt okay. Und jetzt sehen wir das, was hier auf der Speicherkarte zu sehen ist, liebe Zuschauer. Schauen Sie mal, das ist jetzt das, was wir aktuell digitalisiert haben. Das ist ein flüssiger Film. So schnell ging das jetzt. Also diese kurzen Sequenzen, die wir gerade digitalisiert haben, ja, können wir uns jetzt schon direkt da angucken. Ganz genau. So einfach und so schnell, das ist ja fantastisch. Ne? Wie toll und einfach das ging. Das ist halt wirklich grandios. Und jetzt haben wir das, was vorher hier auf diesen Rollen war, auf diesen Bändern war, liebe Zuschauer, auf einer Speicherkarte. Die Speicherkarte sitzt im Gerät, die kann ich rausnehmen, die kann ich jemandem mitgeben, die kann ich in der Familie rumreichen. Und ab dann hat halt wirklich jeder was von. Und hier nochmal für Sie das Einlegen, liebe Zuschauer, der Filmrolle, also des Filmmaterials, ist kinderleicht. Da braucht man auch nichts dazu wissen. Es ist aber auch nochmal in der deutschen Bedienungsanleitung wunderbar beschrieben hier, auch ganz genau aufgeführt hier, wie man das einfädelt. Also wirklich eine kinderleichte Sache. Das Gerät kann auch, wenn Sie fertig digitalisiert haben, alles wieder wunderbar spulen, sodass die einzelnen Filmrollen auch wieder so sind, wie sie vorher waren. Jetzt aber mal zum emotionalen Teil. Warum macht man das? Warum sollte man das machen? Diese Filmrollen, liebe Zuschauer, die Sie da bei sich zu Hause liegen haben, die Sie auch vererbt bekommen haben, die werden ja mit den Jahren nicht besser. Das ist ja nicht so, dass die irgendwie da konserviert sind für alle Zeit, sondern da nagt der Zeit dran, Licht nagt da dran, Wärmeunterschiede, also Hitze, extreme Kälte, Staub, all das ist das, was die Bänder hier verletzen kann. Und jetzt muss man natürlich sagen, auf diesen Bändern sind Erinnerungen drauf. Mhm. Da sind Erinnerungen drauf von den Eltern, von den Großeltern, von den Kindern, von den Enkeln, wo sie klein waren. Das sind alle so emotionale Momente, wo man doch sagen muss, Mensch, die möchte man mal wieder zeigen, ne? Die möchte man natürlich dann auch mal wieder weitergeben. Und da möchte man seiner Familie dann auch so ein bisschen die Historie vorführen, sagen, guck mal, so war das früher. Oh, guck mal, sowas zum Beispiel. Ja. Und diese Bänder, ich meine, die sind ja mittlerweile auch schon über 40 Jahre alt. Das mindestens war ja Anfang der 70er, wo man mit diesen Super 8 und 8 Millimeter Spulen gearbeitet hat. Ich meine, es war ja weit, wirklich weit vor meiner Zeit, muss ich sagen. Und sowas dann, so ein Kindergeburtstag, allein sowas zu sehen, oh mein Gott, ne? Ja. Also, wenn man das jetzt schaut, die Kinder, wie alt müssen die dann jetzt sein, wenn du von 70 ausgehst? Die müssen ja auch weit über 50 sein. Ne? 50, 60. Das ist ja unglaublich. Ja. Ne? Also das ist jetzt ja wahnsinnige Erinnerung, wenn du sowas jetzt mal ausgräbst, zu einem 60. Geburtstag zum Beispiel oder sowas. Ach, tolles Geschenk. Das ist doch ein wahnsinnig tolles Geschenk, oder? Und vor allem ist es ja auch so, wenn man Geschirr oder wenn man irgendwelche Gegenstände in der Familie weitervererbt, ne, und kann dann hier auf dem Filmmaterial nochmal gucken, Mensch, guck mal, das ist ja das gleiche Geschirr, was bei uns im Schrank steht. Das hat schon 40 Jahre auf dem Buckel. Oder was hier ganz wunderbar auch ist, ein tolles Beispiel, liebe Zuschauer. In jeder Familie gab es damals zu dieser Zeit in den 60er Jahren das erste Auto. Und schauen Sie mal, wir haben hier mal in so ein Album gefunden, auch so ein Bild. Hier das erste Auto auf einem Foto. Aber ganz viele haben diese Erinnerung des ersten Autos natürlich auch hier auf Filmrollen festgehalten. Ja, da gab es dann natürlich auch. Und was sind das für Momente, wenn man dieses Auto, wenn man das nochmal sieht, die Familie, Geschichte, das erste Auto, der große Stolz des Großvaters oder des Papas, das hier nochmal dann digitalisiert auf so einer Filmrolle, liebe Zuschauer, das sind Momente, die gibt es so nicht wieder. Für 113,45 Euro jetzt hier unser toller Scanner für Sie mit der Bestellnummer NX4294569. Das sind Erinnerungen, die müssen Sie digitalisieren, die müssen Sie doch festhalten. Das sind doch Ihre persönlichen Momente. Deshalb greifen Sie hierzu und digitalisieren Sie.